Ja, moins meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 18 auf meinem Kanal Matze. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar, ja, erstmal sind wir im DFB-Pokal weitergekommen. Ich habe mich ziemlich aufgeregt, aber egal, wir sind trotzdem weitergekommen. 4-2 gegen Hoffenheim in der Verlängerung. Und es stand 1-1 tatsächlich vor der Verlängerung noch. Und dann sind da nochmal einfach vier Tore noch gefallen in der Verlängerung. Kann ich Sie was fragen? Ja, nö. Hier gebe ich keine Spielzeit. Okay, und Süle will mal wieder von Beginn an ran. Das können wir auf jeden Fall machen. Ich mache ja sowieso sehr, sehr oft, dass er von Beginn an spielt. Und ja, Dembélé ist immer noch verletzt. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen. Diesmal wurde er auch automatisch durch Coman ersetzt. Beim letzten Mal wurde er automatisch durch Robben ersetzt. Und hinten in der Viererkette werde ich Hummels mal gegen Süle tauschen. Und James Rodriguez darf auch mal wieder ran für Goretzka. Und so beginnen wir dann die nächste Partie. Ja, machen wir so. Machen wir so! Ja, ich bin in den letzten Spielen echt nicht so ganz zufrieden gewesen mit dem Spiel. Also ich hatte immer sehr, sehr viel das Gefühl, Momentum, Momentum, Momentum. Gut. Ich weiß nicht, ob das Momentum auch wirklich in der normalen Saison, in der ganz normalen Karrieremodus existiert, aber manchmal ist es echt komisch, was die Keeper halten und was sie dann wieder nicht halten und so. Ich würde mich einfach freuen, wenn es da eine klare Linie geben würde und nicht irgendwie mal ist es Weltklasse und mal ist es Kreisliga, so vom Torhüter her. Ich meine, Manuel Neuer ist auch immer Weltklasse eigentlich und vielleicht alle 10 Spiele hat er vielleicht mal einen Patzer, der Kreisliga-Niveau ist oder sowas. Und das kann es einfach nicht sein. Das kann es einfach nicht sein, dass die Keeper vom Gegner, gerade die, die haben ja noch nicht mal so starke Torhüter, dass die so eskalieren immer. Ist einfach so. Denn bei mir müssen die immer viel halten. Und die halten das auch alles. Na. Na! Aber hier, Lewandowski ist zur Stelle. Übrigens will ich nochmal auf Offensiv stellen. Ja, hat mir beim letzten Spiel ganz gut gefallen. Schade, da nutzt Werner mal nicht seine Gelegenheit. Der ist ja eigentlich echt eiskalt vom Tor. Mein Topscorer hier. Aber diesmal nicht. Diesmal nicht, diesmal nicht. So. So, Leroy. Leroy! Und das Ding ist drin. Timo Werner. Strammer Schuss. Das Ding ist drin. Ich hätte auch nochmal zu Lewandowski spielen können, glaube ich. Aber, wer weiß, am Ende wäre noch der Verteidiger dazwischen gekommen, weil ich glaube, da war ein Verteidiger dabei. Ja, ja, ja. Ich glaube, Lewandowski hätte den nicht bekommen. Und dann haben wir alles richtig gemacht. Das Ding ist drin. 1-0. Wichtig. Wichtig, denn wir haben die Tabellenführung wieder verloren an Schalke. Das heißt, wir brauchen heute mal wieder einen Sieg. Und vor allem ist Leipzig, glaube ich, auch relativ weit oben mit in der Tabelle dabei. Starkes, starkes Spiel gerade. Ah, wenn der Ball noch durchgekommen wäre zu Timo. Hm, das war wieder mein Fehler. Das war nicht gut. Das war sehr, sehr naiv agiert. Okay. Das gibt Ecke. Schade. Doch, keiner da. Alles klar. Ich glaube, Pogba hat geklärt. Ins Nichts. Mhm. Okay, war anscheinend ein Foul da. Aha. Corona. Wer ist denn Corona, Alter? Haben die den neu geholt oder spielt er wirklich bei Leipzig? Den kenne ich gar nicht. Das war wieder ein gefährliches Spiel von mir.
Oh, und wieder kommt jemand dazwischen. Ei, das gibt auf jeden Fall gelb. Ja, Lewandowski hat gelb bekommen. Egal, das Risiko wollte ich eingehen. Schöner Ball eigentlich. Schade, dass Lewandowski da den Schuss nicht mehr hinbekommen hat, weil nur noch den, der hat gefehlt. Ich habe ihn schon aufgezogen gehabt. Geblockt von Boateng. Oh, wieder zur Ecke. Verdammt. Ich hasse ja Ecken für den Gegner, weil das immer so viel Zeit verschwendet irgendwie. Klingt blöd, ist aber so irgendwie. So, mit Alaba geht's auf nach vorne. Ich ärgere mich innerlich. Oh, das war auch wieder so dämlich. Ich hatte so eine gute Gelegenheit und ich laufe so blöd. Das war so blöd von mir. Ich wollte einfach mal was ausprobieren. Auch keiner vorne macht die Anstalten, sich da mal vernünftig freizulaufen gerade, ne? Wirklich nicht. Also eben vorne, habt ihr das gesehen? Keiner hat sich da irgendwie mal vernünftig freigelaufen. Der eine lungert im Abseits rum, der andere steht keine Ahnung wo, irgendwo in der Außenbahn. Richtig dumm. So, ja, Ersatzstürmer habe ich leider nicht. Immer noch nicht. Machen wir das einfach mal so. Zack, und dann geht Rodriguez halt vorne in den Sturm rein. Tolisso kommt auch rein für Pogba. Und Mandy für Alaba. So. Zack. So machen wir's. Ja. Aua. Das sah nach einem harten Zusammenstoß aus. Krass, guter Ball. Nicht mal eine Ecke. Wie bitter. Nochmal Einwurf. Oh Mann, ey. Meine Fresse, ey. Kannst du mal was Vernünftiges draus machen? Junge! Jetzt hat der Gegner wieder so eine Phase, weißt du, wo sie so jeden Ball gewinnen und jeden Zweikampf gewinnen und keine Ahnung, ey. Wo mich das Game wieder komplett verarschen will. Hätte auch noch gefehlt, dass sie den auch noch abgefangen hätten. Ja, lauf doch weiter! Guck mal, das checke ich nicht. Wie kann man denn so dumm sein? Weißt du, er läuft und bleibt dann genau dahinter stehen. So als... Das macht doch keinen Sinn. Es macht doch keinen Sinn. Man hinterläuft doch weiter. Und nicht, man bleibt dann genau in dem Moment stehen, wo man die Höhe des anderen, des Mitspielers erreicht hat. Was macht denn das für einen Sinn? Es ist ja nicht mal so gewesen, dass er ins Abseits gelaufen wäre. Naja, egal. Tolisso mit dem 2-0 gegen Leipzig. Schöner Schuss. Ja, aber es ist eigentlich auch wieder so ein dummer, eigentlich wieder so ein Billigschuss, weißt du so? Na okay, der Schuss war eigentlich nicht schlecht, aber eigentlich ein einfaches Tor wieder, weißt du? Ja, aber den hat er schon ganz gut geschossen. Der hat eine komische Flugkurve gehabt. Eine böse. Für den Torhüter.
Aber trotzdem, ihr habt gesehen, wie der Außenverteidiger nicht mitgelaufen ist. So richtig dumm. Nein. Es ist und bleibt das große Problem. Kingsley Coman und die 1:1-Situation. Der scheitert jedes Mal am Keeper. Ah! Nochmal Tolisso. Und der war wieder nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Wäre krass gewesen, wenn der hier Doppelpack auf einmal hingelegt hätte. Boah, man kann es ja mal probieren, ne? Das war schon die Entfernung, wo die Schüsse oft reingehen. Von dem her kann man das immer mal probieren. Ich meine, eine Ecke ist ja auch nicht so schlimm. Das war, glaube ich, der Verteidiger, der hier verteidigt, der den abgewehrt hat. Wow, gar nicht so schlecht von Boateng. Hat er nur nicht genug Druck hinterbekommen. So, jetzt wieder hier mit Tolisso. Latte. Schade. Schade, schade, schade. Also ihr merkt schon, mein Spiel wird ein bisschen flankenlastiger in letzter Zeit. Weil Flanken auch echt nicht so schlecht sind, also. Man kommt halt einfach zu Flankengelegenheiten. Relativ einfach. Oh, der ist ja... Und da haben wir das 3-0 durch Leroy Sané. Das war ja gerade so eine Monsterlücke. Ich hätte selbst mit Tolisso noch ein bisschen weiterlaufen können und den hätte ich versuchen können, selbst zu machen, aber... Ne, hier, guckt euch diese Lücke an, ey. Aber das war einfach noch viel besser, auf ihn zu spielen. Gut, war wieder ein schwieriger Winkel dadurch. Aber, ja, ich kam halt dort auf jeden Fall, also es war fast safe, dass er rankommt an den Ball und dann kommt man halt noch näher ans Tor ran, deswegen. Und wenn ich mit Tolisso weitergelaufen wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Ball verliere, sehr hoch gewesen. Oh, ätzend, ey, jetzt kriege ich hier noch ein Gegentor. Nein, ärgerlich. Boah, ey, willst du mich verarschen? Auch schon wieder so dumm. Das ist schon wieder, weil die sehr auf sehr offensiv gestellt haben jetzt gerade. Stehen deren Verteidiger vor meinen Spielern. Nein! Wie geil wäre das denn gewesen? Ich weiß nicht, wie krass er im Abseits ist. Ich will das nochmal sehen. Oh, eigentlich sogar knapp, ne? Aber es wäre geil gewesen, wenn er von der Situation jetzt noch eine Flanke reingebracht hätte, die zum Tor führt. Naja. Allein 6 Minuten schon wieder über der Zeit, ne? Das ist so krass, was die hier manchmal machen. Ich meine... Stellt euch mal vor, jetzt wäre ein Tor gefallen. In der Realität. Du bist so 3 Minuten über der normalen Nachspielzeit. Und es fällt ein Tor. Alter. Wie sich die Trainer und Schiri... wie sich die Trainer und Verantwortlichen aufregen würden. Das wäre... Alter, das wäre tot. Der Schiri könnte sich sein eigenes Grab schaufeln. Also, der wäre tot. So, 7 Schüsse, 8 Schüsse aufs Tor. Absolut zufrieden mit dem Spiel. Das Gegentor hätte nicht sein müssen, aber gut, was soll's. Kann man nicht ändern. Ja, Leute, das war's mit dieser Partie. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr FIFA 18 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.